das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Guten Abend. Das Tauziehen nimmt kein Ende. Obwohl alle gesetzten Fristen längst vorbei sind, wird im schweizerischen Lausanne Tag und Nacht mit dem Iran verhandelt. Und es geht um wirklich viel. Die Atmosphäre ist malerisch, die Verhandlungen aber sind hart. Die Vertreter der 5 Vetomächte des Weltsicherheitsrats, das sind die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien, samt dem deutschen Außenminister Steinmeier, ringen im Atomstreit mit dem Iran. Sie wollen dem Land die friedliche Nutzung der Atomenergie zubilligen. Aber andererseits schreckt vor allem US-Außenminister Kerry die Aussicht, dass der Iran einmal eine Atombombe bauen könnte. Das möchte er gemeinsam mit den anderen Außenministern um jeden Preis verhindern. Die iranischen Vertreter wiederum wollen sich so viel Spielraum wie möglich sichern und dennoch erreichen, dass die harten Wirtschaftssanktionen gegen das Land aufgehoben werden. Es ist ein harter Poker, der aber zur Stunde in die Nacht der Entscheidung münden könnte. Daniel Hechler. Die Hängepartie bei den Atomgesprächen in Lausanne, für dieses Pub eine Erfolgsgeschichte. John Kerry kam schon auf ein Bier vorbei, etliche Diplomaten, Journalisten, der Secret Service. Seit einer Woche läuft es richtig rund. Natürlich hoffe ich, dass sich das noch hinzieht, aber eigentlich sollten sie im Interesse aller eine Lösung finden. Die aber lässt auf sich warten. Tag 1 nach Ablauf der Frist. Das Pokern im Beau Rivage geht weiter, als wäre nichts geschehen. 3 Außenminister sind abgereist, Termingründe heißt es. Die restlichen 3 verhandeln weiter mit Irans Außenminister Zarif. Der fordert mehr Beweglichkeit vom Westen. Alle Parteien müssen politische Entschlossenheit und Flexibilität aufbringen, um Fortschritte zu machen. Der Iran hat seine Bereitschaft gezeigt, sich mit Würde zu engagieren. Jetzt ist es Zeit für unsere Partner, die Gelegenheit zu ergreifen, die Chance zu nutzen. Sie wird nicht wiederkommen. Der Brite Hammond und seine westlichen Partner allerdings sehen den Iran am Zug. Der Weg zur Bombe müsse dauerhaft und nachprüfbar versperrt bleiben. Ein denkbar kompliziertes Unterfangen. Ja, die Länge zeigt ja nur, wie schwierig es ist und wie hart gerungen wird von allen Seiten. Und ich sage noch einmal, die Verantwortung, die hier alle tragen, die an den Verhandlungen beteiligt sind, ist groß. Und wir tragen sie ja auch nicht nur für uns selbst, sondern auch für diejenigen, die nicht am Verhandlungstisch sitzen. Denn wie immer das ausgeht, alle, insbesondere die Nachbarschaft des Iran, wird davon berührt sein, ob wir ein gutes oder ein schlechtes Abkommen machen. Es droht eine lange Nacht zu werden in Lausanne, eine mehr, vielleicht die letzte. Und sie laufen immer noch die Verhandlungen, deshalb fragen wir Daniel Hechler in Lausanne, warum ziehen sich die denn so lange hin? Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass es kein Vertrauen gibt. Beide Seiten haben Angst, von der jeweils anderen Seite über den Tisch gezogen zu werden. Und da wird jetzt jede Formulierung daraufhin abgeklopft, ob es eine Lücke geben könnte, ein Schlupfloch geben könnte, das die andere Seite ausnutzen könnte. Man hat große Furcht davor, ein wachsweiches Papier am Ende zu präsentieren. Aus einer Einladung an alle Kritiker wäre anschließend darüber herzufallen. Das wird vermutlich ohnehin passieren, aber man will das Risiko zumindest minimieren und das macht es einfach wahnsinnig kompliziert. Wie sind denn die Erwartungen bei Ihnen und den anderen Beobachtern in Lausanne, dass morgen vielleicht doch weißer Rauch aufsteigt und eine Einigung verkündet werden könnte? Naja, in diesen Minuten soll der Iran angeblich neue Vorschläge auf den Tisch legen, so hat es Außenminister Steinmeier angekündigt. Ob das reicht, eine Brücke zu den 6 anderen Mächten zu bauen, ist offen. Klar scheint nur zu sein, die Lücke zwischen beiden wird kleiner. Wir haben auch erfahren, dass heute Abend Außenminister Fabius aus Paris nach Lausanne zurückkommt. Der Wille ist da, zu einem Abschluss zu kommen, vielleicht sogar schon heute Nacht oder morgen. Ob es reicht, das kann niemand mit letzter Sicherheit sagen. Wenn es nicht klappt, dann wäre es allerdings schon auch eine böse Blamage für die Diplomaten hier. Vielen Dank, Daniel Hechner, für diese Informationen und Einschätzungen.
Wenn es einen Mann gibt, der seit Jahren grundsätzlich gegen die Atomgespräche mit dem Iran opponiert, dann ist es der israelische Ministerpräsident Netanyahu. Das grundsätzliche Misstrauen gegenüber dem Iran ist auch deshalb so groß, weil iranische Führer immer wieder mit der Auslöschung Israels gedroht haben. Und nicht zuletzt deshalb will Israel um jeden Preis verhindern, dass der Iran heimlich an der Atombombe arbeiten kann. International hat sich Netanyahu durch die Radikalität seiner Politik auch den Palästinensern gegenüber isoliert. Diese Isolation könnte nun sogar noch größer werden, da heute die palästinensische Autonomiebehörde als 123. Mitglied in den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag aufgenommen wurde. Markus Rusch. Während in Lausanne verhandelt wird, trifft Israels Premierminister einen treuen Verbündeten und Intimfeind des US-Präsidenten, den Republikaner John Boehner, Vorsitzenden des amerikanischen Repräsentantenhauses. Beide lehnen ein mögliches Abkommen mit dem Iran strikt ab. Das Angebot an den Iran führt zu einem schlechten Deal, und das ist eine Gefahr für Israel, den Nahen Osten und den Weltfrieden. Zur gleichen Zeit erhöhen die Palästinenser den Druck auf Israel. Sie sind seit heute offiziell Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofes. Wir versuchen, Israel wegen zwei Dingen anzuklagen, dem Siedlungsbau und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im letzten Gazakrieg. Die Narben dieses 50-Tage-Krieges sind in Beit Hanun noch überall zu sehen. Hoffnungslosigkeit und Elend prägen die Gegend an der Grenze zu Israel. Ali Wadan hat fast alles verloren, sein Haus, 12 Mitglieder seiner Familie und sein Bein. Hier in Beit Hanun tobten die schwersten Kämpfe im dritten Gazakrieg innerhalb von 6 Jahren. Die Trümmer von Alis Haus, unter ihnen soll noch immer sein Vater liegen. Nun will Ali Gerechtigkeit, wie er es nennt, vor allem von Israel, aber auch von der radikalen Hamas, die den Krieg provoziert hat. Die sollen doch alle anklagen, die Israelis, die Hamas, alle, die uns Leid zugefügt haben. Die Verbrechen müssen untersucht werden und auch das, was meine Familie durchgemacht hat. Der Strafgerichtshof könnte sich aber auch mit den langjährigen Raketenangriffen auf Israel beschäftigen. Eine Untersuchung könnte vor allem die militanten Kämpfer der Hamas unter Druck setzen. Die sonst zerstrittenen Palästinenser sehen das anders. Wir sind nicht besorgt. Wir haben das Recht, uns zu verteidigen. Deshalb wird man uns nicht anklagen können. Israelische Rechtsexperten sehen für eine Anklage zum Beispiel gegen Militärs und Politiker hohe Hürden. Ganz ausschließen wollen sie das aber nicht. Was das für Israel bedeutet, hängt von der politischen Instrumentalisierung des Strafgerichtshofes ab. Ich glaube, wenn nur juristische Beurteilungen eine Rolle spielen, gibt es für uns keine Probleme. Doch allein die Androhung eines Verfahrens hätte große politische Brisanz. In den israelischen Medien wird die Befürchtung geäußert, dass nach dem Beitritt zum Strafgerichtshof und einem Atomkompromiss mit dem Iran eine internationale Isolation drohen könnte. Für Israel wäre das ein Albtraum. Umso mehr schaut man gebannt auf die Verhandlungen in Lausanne. Die Atomverhandlungen mit dem Iran, kommentiert Brigitte Abold vom Bayerischen Rundfunk. Kein Schlusspunkt bisher. Das zeigt, wie dünn das Eis ist. Die Angst vor einer möglichen Atommacht Iran sitzt mit am Tisch. 12 Jahre Konflikt sind eine lange Zeit. Noch vor 3 Jahren schien ein Krieg zwischen den verfeindeten Dauerkontrahenten USA und Iran möglich. Anzeichen einer Tauzeit sind noch jung. Doch damals wie heute gilt, Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Nur wenn die iranische Atombombe ausgeschlossen ist, können Sanktionen gelockert werden. Da das aber schwer zu überprüfen ist, kommt es zur Hängepartie. Israel fühlt sich bedroht. Zu oft schon hat Iran getäuscht. Und technologisch ist vieles möglich. Wahrscheinlich wäre Teheran schon bald so gut wie atomwaffenfähig. Wie das wirksam kontrolliert werden kann, diese Frage dürfte alle Beteiligten noch länger beschäftigen. Der Teufel steckt im Detail und die Verhandlung dieser Details zieht sich ohnehin bis Sommer.
In Lausanne geht es also nicht wirklich um Vertrauen, sondern um Konfliktentschärfung. Je stärker Iran in die Weltgemeinschaft eingebunden wird, desto berechenbarer scheint seine Außenpolitik. Und das wäre ein Fortschritt. An dieser Architektur arbeitet Deutschland mit. Realpolitik in bestem Sinn. Und Moskau bekommt Gelegenheit, eine positive Rolle zu spielen. Für heute gilt, Teheran bekommt wohl eine Chance. Die Bewährung bis Sommer und danach steht noch aus. Brigitte Abold kommentierte: Gut eine Woche nach dem Airbus-Absturz sind die Chefs von Lufthansa und Germanwings erneut in die französischen Alpen gereist. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Jens Riva. In der Nähe der Unglücksstelle gedachten die Airline-Chefs der Toten und bekräftigten ihre Hilfszusagen für die Angehörigen. Die Germanwings-Maschine war am Dienstag vergangener Woche mit 150 Menschen an Bord an einem Bergmassiv zerschellt. Die Chefs von Lufthansa und Germanwings kommen mit einem Hubschrauber. Unweit der Absturzstelle in den französischen Alpen legen sie einen Kranz nieder zum Gedenken an die 150 Toten. Sie versprechen den Angehörigen langfristige Unterstützung, bedanken sich bei den Helfern und Bergungstrupps. Wir sind zutiefst beeindruckt von der Professionalität, der Energie und dem Mitgefühl der Menschen hier. Auf Fragen von Journalisten, ob die Lufthansa eine E-Mail des Co-Piloten im Jahr 2009 über eine vorangegangene Depression nicht genügend beachtet habe, gibt es keine Antwort. Gebirgsjäger und Kriminaltechniker setzen auch heute die Suche nach dem Flugdatenschreiber fort, bislang ohne Erfolg. Nach der inzwischen abgeschlossenen Bergung der Toten sollen von morgen an die Trümmerteile über eine eigens gebaute Straße abtransportiert und dann im Detail untersucht werden. Das Bundeskartellamt hat eine große Fusion im deutschen Lebensmittelhandel verhindert. Branchenprimus Edeka darf das Filialnetz des Konkurrenten Kaisers Tengelmann nicht übernehmen. Die Behörde legte ihr Veto ein, um, wie es hieß, die Kunden vor steigenden Preisen zu bewahren und ihnen die Auswahl zu erhalten. Durch den Zusammenschluss hätten sich die Wettbewerbsbedingungen in einigen Regionen erheblich verschlechtert, so das Kartellamt. Die Börsendaten. In New York fiel der Dow Jones auf 17.699 Zähler. In Frankfurt schloss der DAX leicht im Plus bei 12.000 und einem Punkt. Gesprächsthema an der Börse war unter anderem die Hauptversammlung von Daimler und eine Personalentscheidung des Aufsichtsrats. Der im nächsten Jahr auslaufende Vertrag von Vorstandschef Zetsche soll bis 2019 verlängert werden. Mehr dazu von Anja Kohl. Ein Vertrauensvorschuss für Zetsche. Der Absatz bei Daimler brummt. Noch vor 2 Jahren schwächelte der Konzern, stand Zetsche als Chef auf der Kippe. Doch mit einer Flut neuer Modelle hat er den Konzern wieder auf Kurs gebracht. Einziges Manko, BMW und Audi sind immer noch besser. Gehaltstechnisch hat sich Zetsche, genehmigt vom Aufsichtsrat, ganz nach oben katapultiert. Gut 14 Millionen Euro bekam er zuletzt ausgezahlt, wegen noch höherer Boni. Obwohl der Konzerngewinn um 16% zurückging. Nur VW-Chef Winterkorns Gehalt war noch höher. Daimler hat neue Jobs geschaffen, 1500 Mitarbeiter in Deutschland eingestellt. Bei den Konkurrenten Audi und BMW waren es jeweils mehr als 3000. Die Daimler-Aktionäre erhalten eine Rekorddividende, doch weniger als die Anteilseigner von BMW und der Audi-Mutter VW. Die Aktienkurse der Autobauer allerdings haben sich seit 2009 allesamt fast verfünffacht. Es gibt wohl derzeit kaum ein so umstrittenes Reizwort wie dieses: Fracking. Was für die einen die Zukunft der künftigen Energieversorgung bedeutet, ist für viele andere ein die Umwelt gefährdendes Teufelszeug, wogegen auch heute vor dem Kanzleramt demonstriert worden ist. Die Bundesregierung will jetzt Fracking zwar weitgehend einschränken, aber nicht komplett verbieten. Das geht vielen Politikern, auch aus den eigenen Reihen übrigens, nicht weit genug. Doch was macht diese Methode zur Gasgewinnung denn so umstritten? Beim Fracking wird mit Quarzsand und Chemikalien vermischtes Wasser unter hohem Druck in Schieferstein gepresst. Und durch Querbohrungen wird das Gestein dann aufgebrochen, sodass aus feinen Rissen das dort lagernde Gas entweichen und anschließend dann auch gefördert werden kann. Kritiker aber nun fürchten, dass so Chemikalien ins Grundwasser gelangen und durch das Aufbrechen des Gesteins sogar Erdbeben entstehen könnten. Oliver Köhr.
Es ist zwar nur die Waschküche, aber auch da sind Risse in der Wand nicht schön. Was Andreas Mattfeld aber viel mehr beunruhigt, das könnte erst der Anfang sein. Wir hatten im November 2013 ein Erdbeben, was de facto durch die Erdgasförderung ausgelöst worden ist. Sämtliche Wissenschaftler sagen auch, Auslöser war die Erdgasförderung. Es gab einen Riesenknall mit 2,8 auf der Richterskala. Ja, und das Ergebnis sehen Sie hier. Die Ursache für die Löcher und das Erdbeben sieht Mattfeld außerhalb der Waschküche. In vielen Teilen Niedersachsens experimentiert die Industrie mit Fracking, auch vor Mattfelds Haustür. Und weil er nicht nur betroffen, sondern auch Bundestagsabgeordneter der CDU ist, kennt er das Gesetzesvorhaben zum Fracking besonders gut. Was im Entwurf steht, reicht ihm nicht aus. Wenn wir denn schon Erdgas fördern müssen, und ich bin da ein Verfechter des Bergens heimischen Erdgases, dann muss das ohne Auswirkung auf Mensch und Natur oder mit so wenig Auswirkungen geschehen. Die Umweltministerin ist der Meinung, dass ihr das schon ganz gut gelungen ist, der Wirtschaftsminister auch. Ihr Entwurf sieht vor, Fracking bleibt nur erlaubt in mehr als 3 Kilometern Tiefe. Aber Ausnahmen sind auch in höheren Schichten zur Erprobung möglich. Hier wird nichts ermöglicht, was bislang verboten ist. Im Gegenteil, es wird vieles verboten, was bislang möglich ist. Wir schließen Rechtslücken. Wir führen strenge Regeln ein, wo bislang keine klaren Regeln galten. Bloß eben die falschen Regeln, findet die Opposition. Wenn nur die Förderindustrie profitiere, sei das kurzsichtig. Das Fracking-Ermöglichungsgesetz sorgt dafür, dass Grundwasser gefährdet ist, dass Trinkwasser gefährdet ist, dass ganze Industriebereiche gefährdet sind, insbesondere in der Getränkeherstellung. Deshalb gibt es zu Recht dagegen ganz, ganz massiven Protest. Massiven, vor allem aber bildstarken Protest. Naturschutzverbände sehen so ziemlich alles durch Fracking bedroht. Felder, Wasser, Menschen, Tiere, Klima. Zu Hilfe kommen ihnen Bilder aus den USA. Dort soll durch Fracking Methangas ins Grundwasser gelangt sein. Das hier sei die Folge. Von sowas wollen die Förderfirmen in Deutschland nichts hören. In dem modernen Energiemix braucht man Erdgas. Und wenn man Erdgas braucht, dann braucht man auch das technische Verfahren, um Erdgas zu produzieren. Und das ist nun mal Fracking. Wie notwendig ist also die Ausbeutung der Gasvorkommen und welches Risiko ist akzeptabel? Weil klare Antworten fehlen, drohen auch in der Koalition mehr als 100 Abgeordnete mit einem Nein. An diesem Gesetzentwurf wird also noch viel verändert werden. Seit der Besetzung der Krim durch Russland fühlt sich die Minderheit der Tataren dort Repressalien ausgesetzt und auch ihr unabhängiger Fernsehsender war schon länger unter Druck. Heute haben ihn die russischen Behörden dann auch dicht gemacht und damit wurde die bekannteste russlandkritische Stimme dort zum Schweigen gebracht. Doch auch auf der ukrainischen Seite steht bei weitem nicht alles zum Besten. Der ukrainische Premier Jasenyuk hatte heute bei seinem Besuch im Berliner Kanzleramt auch eingeräumt, dass bei den immer noch ergebnislosen Ermittlungen über die im Februar 2014 erschossenen Demonstranten vom Maidan Fehler gemacht worden sind. Und dazu kommt aber noch, dass auch in der Ukraine kritische Stimmen unter Druck geraten und es wird versucht, die russische Propaganda mit eigener Propaganda zu beantworten. Golini Atay über Pressefreiheit in Zeiten des Krieges. Es ist die berühmteste Talkshow der Ukraine, Schuster Live. Per Skype ist ein Journalist der russischen Staatsmedien zugeschaltet und kritisiert die Regierung in Kiew. Versteinerte Gesichter im Studio, erboste Reaktionen. Der ukrainische Rundfunkrat verwarnt die Redaktion. Ein privater Kanal streicht die Talkshow ganz aus dem Programm. Nun, ich sehe das nicht als totale Zensur, aber ich beginne einige Symptome der Zensur zu sehen. Aus unserer Sicht hat sich nicht viel geändert. Das Ex-Regime ließ uns nicht auf die Kanäle und das Gleiche passiert uns jetzt. Dass die ukrainische Armee auch Zivilisten tötet, will ihr Sprecher bis heute nicht bestätigen. Die Einwohner der Ostukraine oft immer noch pauschal als die anderen oder aber Terroristen dargestellt. Derweil sind bereits 15 russische Sender von Kiew verboten worden. Der neue umstrittene Informationsminister sagt, er wolle nicht zensieren, jedenfalls keine ausgewogenen Journalisten. Es gehe ihm um eine einheitliche Informationspolitik und Respekt für die Flagge.
Die von ihm geschaffene sogenannte Cyberarmee soll im Internet die Sicht der Kiewer Regierung verbreiten. Wir werden damit niemals etwas Falsches kreieren oder die Menschen täuschen. Wir wollen nur russische Falschmeldungen enthüllen. Wir bieten die Information an und jeder kann entscheiden, ob er sie dann postet oder nicht. Patriotismus ist im Krieg normal, sagen sie beim jungen Internetfernsehprojekt Romatske. Doch gegen Propaganda helfe nicht weitere Propaganda, nur die Wahrheit. So eine der wenigen ukrainischen Journalistinnen, die im Donbass arbeiten durfte. Man muss mit den Menschen dort reden. Durch ganz grundlegende Hilfe, durch menschliche Kommunikation, aber nicht mit einer Einstellung wie du denkst falsch, jetzt musst du anders denken. Flaggen, Cyberarmeen und Informationsminister, sagt Nastja Stanko, all das würde keinen echten Frieden bringen. Und wir kommen noch einmal zurück ins Inland und zu den Beschlüssen des Bundeskabinetts. Die Regierung will Flüchtlingen die Aufnahme einer Arbeit entsprechend ihrer Qualifikation künftig erleichtern. Noch einmal Nachrichten jetzt mit Jens Riewer. Das Kabinett billigte eine Gesetzesänderung, nach der künftig erfolgreich bestandene theoretische und praktische Tests für eine Anerkennung vieler Abschlüsse ausreichen. Oft können Flüchtlinge ihre Berufsausbildung nicht nachweisen, weil sie die notwendigen Dokumente nicht mitnehmen konnten. Asylbewerber dürfen in Deutschland nach 3 Monaten eine Arbeit aufnehmen. Der Rundfunkbeitrag ist von heute an niedriger. Jeder Haushalt muss von April an für ARD, ZDF und Deutschlandradio 17,50 Euro monatlich zahlen. Das sind 48 Cent weniger als bisher. Der Beitrag, der seit 2013 eingezogen wird, bringt mehr Geld in die Kasse als die frühere Gebühr. Bis 2016 wird mit einem Plus von 1,5 Milliarden Euro gerechnet. Die Mehreinnahmen liegen auf einem Sonderkonto und sind eingefroren. Auf einer Ölplattform vor der Südostküste Mexikos hat es eine schwere Explosion gegeben. Wie der staatliche Ölkonzern Pemex mitteilte, kamen dabei mindestens 4 Menschen ums Leben, 16 wurden verletzt. Etwa 300 Arbeiter mussten in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Schiffe sind im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Bislang gibt es keine Informationen darüber, ob Öl ins Meer gelangt ist. Am Tag nach dem Orkan Niklas hat das Aufräumen begonnen. Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 190 Kilometern pro Stunde war der Sturm gestern über Deutschland hinweggefegt und hatte ein Verkehrschaos angerichtet. Noch immer sind in Bayern zahlreiche Haushalte ohne Strom. Niklas zählt zu den stärksten Stürmen der vergangenen 30 Jahre. Umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer. Der Tag nach Niklas lässt die Schäden sichtbar werden. Berlins Wahrzeichen, der Fernsehturm, blieb heute geschlossen. Die Sturmböen hatten die Fahrstühle blockiert. Gäste mussten über Nottreppen in Sicherheit gebracht werden. Die Berliner Feuerwehr verhängte den Ausnahmezustand. Mehr als 1000 Mal rückte sie gestern sturmbedingt aus. Das ist die Einsatzzahl, die wir in 12 Stunden dort bewältigen mussten, die wir normalerweise an einem ganzen Tag innerhalb von 24 Stunden bewältigen. Auch die Folgen für den Bahnverkehr waren heute noch zu spüren. Lange Schlangen von gestrandeten Reisenden an den Infoschaltern. Denn auch wenn die meisten Strecken wieder frei waren, gab es heute noch Zugausfälle und Verspätungen. Gestern liegen gebliebene Züge mussten erst wieder an ihren ursprünglichen Einsatzort. Unser großes Ziel ist aber morgen, an dem sehr verkehrsstarken Gründonnerstag und am Karfreitag wieder überall pünktlich zu fahren. Den finanziellen Schaden kann die Bahn noch nicht beziffern. Dafür wartet sie noch auf die Schadenersatzforderungen der betroffenen Reisenden. Als Otto von Bismarck 1898 starb, brach in Deutschland eine geradezu kultische Verehrung aus. Hunderte Denkmäler wurden dem ersten deutschen Reichskanzler errichtet, Straßen, Berge, ja sogar eine pazifische Inselgruppe nach ihm benannt. Kein deutscher Politiker wurde so zum nationalen Mythos verklärt wie Bismarck. Mittlerweile ist er vom Sockel geholt. Schließlich war der Reichsgründer nicht nur Begründer der deutschen Sozialpolitik und begnadeter Realpolitiker, sondern er war auch ein eiskalter Machtmensch, der sein Land in mehrere Kriege zog. Getreu seinem Wort, nicht durch Reden und parlamentarische Mehrheitsbeschlüsse würden große Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Blut und Eisen. Anke Hahn über unser Bild Bismarcks, der heute vor 200 Jahren geboren wurde. Reichseiniger, Sozialistenfresser, weißer Revolutionär, eiserner Kanzler. Wir haben viele Namen für den Mann,
der Preußen im Herzen trug und Deutschland politisch einte. Er wurde hymnisch verehrt oder dämonisiert. Er hat Deutschland beschäftigt und tut es immer noch. Inzwischen aber eher nüchtern. Dass man bereit ist, Otto von Bismarck in seine Leistungen und in seinen Fehlleistungen zu erkennen und ihn als einen Mann wahrzunehmen, der in einer Zeit der Umbrüche tatsächlich mit hoher Ambivalenz und mit Widersprüchen versucht hat, das Staatsschiff des Deutschen Reiches durch die Geschicke zu lenken. Er ist aus unseren Städten nicht wegzudenken. Straßen sind nach ihm benannt und Plätze. Es gibt hierzulande 146 Bismarcktürme und noch viel mehr Denkmäler. Deutschland ist seinem ersten Kanzler dankbar, mit gutem Grund. Na, wir profitieren alle heutzutage von der Sozialgesetzgebung, das heißt von der Versicherung im Krankheitsfall, von der Rente. Das sind Dinge, die in Bismarcks Zeit eingeführt worden sind. Anlässlich des Jubiläums würdigt das auch Bundespräsident Gauck. Bismarck habe mit den Sozialgesetzen zwar andere Ziele verfolgt, nämlich die Sozialisten auszuboten, doch die segensreiche Wirkung seines Handelns bestehe bis heute, auch als Vermächtnis. Gerade die Bismarck-Zeit zeigt, dass sich soziale Sicherheit und dynamische wirtschaftliche Entwicklung nicht ausschließen, sondern dass sie im Gegenteil einander stärken können und sollten. Der Festredner des Abends, Bundesfinanzminister Schäuble, legt sein Augenmerk auf die Bismarcksche Außenpolitik. Bei allen Unterschieden sieht er Gemeinsamkeiten zu heute. Im Übrigen auf die Interessen und Befindlichkeiten anderer Staaten Rücksicht zu nehmen, das wollte Bismarck. Und das lernt man in Europa. Natürlich müssen wir es heute noch besser machen als Bismarck. Weniger Rücksicht nahm der eiserne Kanzler innenpolitisch. Das gehört zu den Schattenseiten des großen Strategen. Sozialistengesetze, Kulturkampf und Schwächung des Parlamentarismus wirkten lange nach. Der Umgang mit den Widersprüchen des Otto von Bismarck, er ist schwer. Aber das war er schon immer. Im Deutschen Historischen Museum steht der Entwurf eines Denkmals von 1896. Es zeigt ihn in Denkerpose. Den Auftraggebern war das nicht heroisch genug. Das Denkmal wurde nie verwirklicht. Uns bleibt zum Schluss noch der Blick auf das Wetter. Orkantief Niklas hat sich ja nun wirklich ausgetobt. Erwartet uns denn in den nächsten Tagen ruhigeres Wetter, Claudia? Ja, Thomas, im Vergleich zu dem, was wir die letzten Tage hatten, definitiv. Bleibt zwar erst noch ein bisschen windig und wechselhaft, aber es kehrt langsam aber sicher Ruhe ein. Und Ostersonntag, Ostermontag wird es dann sogar gar nicht so schlecht in weiten Teilen Deutschlands. Karfreitag, Samstag ist es von Südwesten her noch ziemlich wechselhaft mit Schauern, zwischendrin nur kurze sonnige Abschnitte. Im Norden aber schon ruhiges Wetter, zwar nicht frühlingshaft mild, aber immerhin recht sonnig bei 7 bis 10 Grad. Sonntag, Montag, Ostermontag, dann viel Sonnenschein von Westen. Hier auch trocken mit bis zu 13 Grad, lediglich so Richtung Brandenburg, Sachsen und Südosten Bayerns. Da dann immer noch wechselhaftes Wetter mit einzelnen Schauern. Da zwar nicht mehr so windig wie überhaupt in Deutschland nicht mehr, aber eben auch nicht richtig schön sonnig. Jetzt in der Nacht haben wir es zum Teil noch mit kräftigen Graupelschauern zu tun. Örtlich in so einem kräftigen Schauer auch mal Schnee bis in tiefere Lagen. Schneefallgrenze in den Mittelgebirgen 400 bis 600 Meter, am Alpenrand 600 bis 800 Meter. Glatt kann es werden eben in so einem kräftigen Graupelschauer, denn die Temperaturen gehen auf 5 bis 0 Grad zurück. Vor allem in den höheren Lagen aber Glätte. Gefahr. Morgen Vormittag dann Sonnenschein am ehesten mal nach Nordwesten hin zwischen den Schauern. Über der Mitte und im Süden dichte Wolken. Hier auch noch häufig Graupelschauer, zum Teil mit Schnee bis in tiefere Lagen. Am Nachmittag wird sich das Ganze dann weiter nach Südosten zurückziehen. Auch im Süden ist gelegentlich mal die Sonne dabei. Und von der Nordsee runter bis zum Saarland immer mal wieder sonnige Abschnitte und meist trocken. Die Temperaturen schaffen es am Nachmittag auf 5 bis 11 Grad. Der Wind ist immer noch spürbar, kommt aus westlichen Richtungen, aber nicht mehr stürmisch stark, allein im Mittel, aber immer noch an Nord- und Ostsee. Und danach geht es wechselhaft weiter. Am Karfreitag aus Südwesten neue Schauer, im Norden und Osten meist trocken. Samstag über der Mitte und dem Süden häufig nass, im Norden meist trocken. Und Temperaturen bleiben erstmal sehr verhalten. Das heißt, mit Frühlingswerten hat das zumindest im Augenblick noch nichts zu tun. Müssen wir noch ein bisschen warten. Vielen Dank, Claudia. Ja. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Im Anschluss sehen Sie den wirklich sehenswerten ARD-Spielfilm Die Flucht, in der Hauptrolle übrigens Maria Furtwängler. Wir sind morgen natürlich wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.